Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir widmen uns heute nämlich mal wieder der Lookfantastic Beauty Box vom Monat August. Wenn sie dich interessiert, bleib super gerne dran. Ihr wisst ja, ich liebe Beauty-Produkte, ich teste liebend gern und das gibt es ja auch auf meinem Kanal. Ich, wie gesagt, teste Beauty-Boxen, Produkte, sag dir Feedbacks und wir schauen heute einfach mal rein, lohnt es sich denn die Lookfantastic Beauty-Box zu abonnieren? Das ist im Prinzip die große Schwester der Glossy-Box, hat aber auch schon einige High-End-Marken dabei und ich liebe sie. Also ich gibt eigentlich keine Beautybox, wo ich sage, die mag ich gar nicht. Ich habe auch ein Video vorbereitet, wo ich dir mal die Vorteile der einen Beautybox gegenüber der anderen einfach mal darstelle. Aber toll ist sie trotzdem. Ich freue mich jetzt richtig. Ich glaube, sie kostet 17 Euro mittlerweile. Die haben ja die Preise überall angezogen. Und natürlich sind auch unsere Beautyboxen davon leider nicht verschont geblieben. Aber ich gucke jetzt gerade mal nach, was sie kostet. Ich habe bei Lookfantastic auch einen Code, da musst du aber, glaube ich, für einen bestimmten Wert einkaufen. Dann bekommst du 10 oder 15 Euro Rabatt. Das steht auf jeden Fall in der Infobox. Also vielleicht interessieren dich ja Produkte, da kannst du sie dir mal anschauen. Sogar 20 Euro kostet die im Flex-Abo und die 17 Euro waren im Jahresabo. Also ich habe ein Jahresabo. Ja. Jetzt gucken wir mal rein, ich freue mich. Ist immer eine schöne Box eigentlich. So, die hat aber keine Box mehr an und für sich, die kommt nur noch in ihrem Karton hier. Und Get the Glow ist unser Motto. Also bekomme das Strahlen. Ich denke, wir haben vielleicht dann auch Glow fürs Gesicht oder den Körper dabei. Das ist der erste Einblick. Und ich sehe wieder 5 Produkte, aber nicht so kleine Produkte. Und wir starten mal mit dem, was mich am meisten interessiert, weil es so rot schimmert. Das ist ein Produkt von Revolution. Ich blende dir natürlich die Einzelpreise ein und am Ende auch den Gesamtwert. Also jetzt habe ich hier von Revolution ein Multi-Acid Peeling Solution. Aha, ein Exfoliating to Surface of Skin. Ist das jetzt ein chemisches oder ein mechanisches Peeling? Man soll es eigentlich nur am Abend benutzen, steht hier drauf. Maximal 2-mal die Woche am Abend anwenden. Auf das gereinigte und trockene Gesicht auftragen, nicht auf feuchte Haut anwenden. Gleichmäßig auf Gesicht, Hals auftragen, mit lauwarmem Wasser abspülen. Die Lösung soll als Maske verwendet werden, nicht länger als 10 Minuten einwirken lassen. Also haben wir, glaube ich, ein mechanisches Peeling, obwohl ich ja eigentlich lese Acid. Ja, gucken wir es uns mal an. Nee, es ist kein mechanisches, es ist im Prinzip doch ein chemisches. Ich habe mir doch gedacht, Multi-Acid Peeling, sehr flüssig das Ganze. Es ist auch so rot wie der Karton. Ja, es ist nicht mechanisch. Guck mal. Aber hört sich richtig interessant und spannend an. Teste ich super gerne aus. Und von Revolution bin ich ja auch schon voll begeistert von der Niziamid-Tuchmaske. Also die haben wirklich auch echt tolle Produkte. Super schön. Dann machen wir weiter. Der Face Mask Applikator. Wir haben von SoEcho einen Pinsel, um Masken aufzutragen, finde ich super gut. Mir ist einer kaputt gegangen, um Masken aufzutragen. Deshalb kann ich den jetzt sehr gut gebrauchen. Ich habe zwar noch einen, aber keinen mehr im Backup, falls der jetzt auch kaputt gehen sollte. Ihr werdet in meinem aufgebraucht aussortiert den kaputt sehen. Ich fand es sehr schade, der war nicht alt und den hatte ich auch nicht lange in Anwendung. Aber er hat halt irgendwie nicht gehoben. Vielleicht, weil ich das den immer falsch hingestellt habe zum Trocknen, da ist oben das Silikon im Prinzip vom Kleber weggegangen. Ich habe sie wahrscheinlich zu nass gelagert. Naja. Oh, okay, der hat auch so ein Silikon. Also der hat so, das hier ist Silikon, aber er ist ein bisschen härter und nicht so ergiebig. Und mein Alter ist genau hier rausgebrochen. Finde ich aber nicht schlecht. Ich glaube, du kommst trotzdem wirklich gut an die Stellen hin. Ja, probiere ich sehr gerne aus. Von SoEcho. Von denen haben wir ja ab und an mal Tools, ein Schwämmchen oder irgendwas Schönes dabei.
auch ein cooles Produkt, wenn es steht. Ja. Dann habe ich Rituals. Rituals ist ja immer so ein Produkt, wo ich dann immer sage, das steht irgendwie für was. Rituals ist da. Ich liebe Rituals. Und hier habe ich jetzt von The Ritual of Karma eine Hydra Boost 48 Stunden Hydrating Body Cream mit 70 Milliliter. Das ist auch eine sehr schöne Reihe. Wir riechen nochmal dran. Ja, oh, ich mag sie. Hatte die früher nicht eine andere Farbe? Bin ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch, weil ich glaube, die hatte früher kein Grün. Das ist so ein Grünblau. Erinnert mich eher an so eine Aftersun. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Das kann auch sein. Ja, das Karma riecht auch echt gut. Es ist wirklich eine Bodycream. Die ist jetzt wirklich ein bisschen dicker von der Konsistenz. Aber der Geruch und die pflegt auch so schön. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Ich liebe die Rituals-Produkte. Die riechen so gut und pflegen auch noch schön dazu. Aber die wird gleich in Anwendung genommen. Ich teste ja gerade mich durch mein Bodylotion-Sortiment durch und brauche gerade sehr viel auf, denn die Adventskalenderzeit nähert sich und dann wird wieder das eine oder andere Produkt einfliegen. Und deshalb dachte ich, komm, wir verbrauchen jetzt mal das riesengroße Backup. Oh, sogar 6 Produkte. Ich habe 1 übersehen. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das ist von Bleach London eine Reinkarnationsmask. Sagt mir was, ich lese das bei denen immer schlecht. Das dürfte die für die Haare sein, genau. Message into Shampoo Hair und Kombi, was, keine Ahnung, warte 10 bis 20 Minuten und dann spül's ab. Habe ich noch nicht getestet, ich glaube, aber ich habe sie schon da. Ja, teste mich auch gerade durch Shampoo. Ich versuche gerade echt das Riesen-Backup aufzubrauchen und deshalb wird das alles zeitnah in Anwendung kommen. Wie gesagt, ich teste gerade sehr viel. Aber cool, eine Haarmaske. Passt ja auch irgendwie mit rein in so eine Box, finde ich. Wir haben was für die Haare, für den Körper, fürs Gesicht. Jetzt fehlt nur noch was Dekoratives, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist was Dekoratives. Von CRT London habe ich ein Everyday Wokay Coconut Lip Oil. Aha, also auch eher Pflege. Wir haben ein Kokosnusslippenöl. Ich stehe eigentlich nicht so auf Kokosnuss, würde das aber trotzdem gerne mal austesten und hier drüber setzen, ob es auch ein bisschen als Gloss benutzt werden kann. Ihr seht schon das Verstreichen und alles. Wow, boah, das schmeckt richtig nach süßer Kokosnuss. Oh, spapsüß. So. Kann man eigentlich auch als Gloss drüber nehmen. Gucken wir mal, wie es sich jetzt im Laufe des Videos verhält. Zu meinem Look finde ich gerade aber ein Gloss irgendwie nicht so schön. Ich stehe gerade wieder auf matt. Also wenn ich die Augen ein bisschen dunkler mache, habe ich gerne matte Lippen. Wenn ich sie heller habe, ist ein Gloss okay. Das ist so für mich so, wie ich mich am wohlsten fühle. Aber ist nicht schlecht, aber er ist wirklich sehr süß. Boah. Also wirklich, als ob da Zucker drin ist. Ich glaube, da steht jetzt von Inhaltsstoffen nichts drauf. Nö. Lassen wir das mal so stehen. Wirklich sehr geschmacklich. Das letzte Produkt ist Peter Thomas Rot. Und von Peter Thomas Rot habe ich eine Gelmaske für Clinical Skincare Refreshing Cooling Moisturizing. Also, apply a generous coat on clean skin. Also, rinse after 10 minutes with cool water. 2-3 Mal die Woche oder täglich. Hört sich doch gut an. Also, Zusammenstellung der Box finde ich wieder super schön. Wir haben was fürs Gesicht, für den Körper, für die Haare, für die Lippen und noch eine Maske. Im Prinzip wollte ich sagen 2 Gesichtsprodukte, aber sowas ist immer mal. Ich meine, es sind 6 schöne Produkte und der Pinsel ist auch wirklich cool, kann ich sehr gut gebrauchen. Und du kannst mir deine Meinung ja super gern mal in die Kommentare schreiben, wie dir die Box gefallen hat. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir natürlich auch gefallen. Dann lass mir doch sehr gern einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und ich habe vergessen, mein Lieblingsprodukt ist natürlich das Rituals-Produkt, obwohl mich die Haarmaske auch ziemlich anlacht. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.